Hallo, hier ist Martin von MoneyMonkeys, das ist die DAX-Analyse für den Mittwoch, den 12.01.2022. Und unser DAX hat zum Dienstag nochmal gut Hilfe bekommen. Sah zwar anfangs ein bisschen, sah ein bisschen aus, wie es tauscht ist, ne? Hat sich ja relativ schnell in die 900, in die 49, 900 reingestoßen. Dann auch gut nach unten verteidigt. Dann mal kurz drüber geguckt, wieder gut verteidigt. Das sah schon so ein bisschen aus, wie es will er da nochmal deutlicher runterdrehen, also auch richtig runterdrehen. Hat sich dann aber komplett auf der 900 stabilisiert bekommen und dann auch wieder über die 49 geschoben. Und das war ja gestern, stand gestrige Analyse, so unsere Abbruchbedingung, wo wir gesagt haben, okay, also wir rechnen mal damit, dass er nach hoch in die 900, 49 geht. Aber dann will ich eben auch rote Stundenkerzen nach unten raussehen. Und die sind halt den Tag über nicht gekommen. Ne? Also das hat er nicht hingekriegt, irgendwie mal wieder unter die 900 dann eine Stundenkerze drunter zu wuchten. Hat es auch probiert, nicht hingekriegt. Und damit hat sich dann hat dann die Zeit einfach nach oben gespielt. Ne? Also jeder weiteren Stunde, die er da nicht unten rausgekommen ist, hat er sich dann nach oben das Fenster geöffnet und zum Teil auch schon genutzt. Also die 16.000 haben wir schon erreicht. 16.000, 16.22 war das erste Ziel. Zweite Ziel sollte 16.75, dann 16.120 sein, bevor er wieder 16.230, 16.300 erreichen kann. Das heißt, hier können wir jetzt im Grunde am Mittwoch direkt ansetzen und sagen, okay, wenn er jetzt hier fortführen kann, wenn er weiter durchdrückt, dann sollte jetzt die 16.20 wahrscheinlich zum Start direkt eingenommen werden. Nächste Station ist dann 16.75, dann 16.120 und er macht sich mit jeder Marke jetzt nach oben wieder Bewegung auf. Würde sich wahrscheinlich in der Aufwärtsbewegung dann versuchen, hier dran zu orientieren. Deswegen wird das sehr, sehr, sehr interessant, weil die hat nämlich ordentlich Dynamik und die sollte dann auch kommen. Ja, wenn er da zu sehr, wenn er zum Beispiel zum Mittwoch runterkommen würde, dann würde das eher so aussehen, wie erst das hier bloß eine kleine Teilerholung und dass das hier eben nochmal nach unten verlängert wird um eine Achse, also um eine weitere Welle, dass dann sowas hier kommt in die Richtung. Na? Und das wird man jetzt am Mittwoch sehen, wie straight der drauf ist, also wie gut er durchdrücken kann. Ja, zieht er hier direkt, ballert er direkt über die 16.20 hoch 16.45, 16.120, dann glaube ich, geht er auch bis 16.230, 16.300 dann wieder, ne? Punkt. Genau. Und sollte sich unten treiben, dann wäre mir wirklich wichtig, dass wir die 49 und insbesondere die 900 auch wieder unterbieten. Ja, also da brauche ich mindestens einen Stundenschluss drunter unter der 900, dann werde ich das als einknicken, als eindrehen und dann geht es auch nochmal hier an, gibt auch nochmal einen Angriff auf das Tief, auf die gleitenden Durchschnittslinien und dann auch Richtung 200-Target-Linie nochmal einen Schuss nach unten durch. Ne? Also das können wir hier drin lassen, das bleibt dann weiter gültig und wird insbesondere ein bisschen angefeuert werden, wenn der Mittwoch unterhalb von 900 abtauchen sollte. Unter 15.49, unter 15.900 abtauchen sollte, dann dreht sich nochmal ein bisschen das Risiko nach unten, weil der Tageschart sich dann quasi im bullischen Reversal wieder auskontern würde. Das ist jetzt schon eine Ansage, definitiv. Ich weiß nicht, wo wir gestern gesagt haben, muss der Tagesschluss mindestens sein, aber ich meine, es war 15.79 haben wir gesagt, ne? Tagesschluss über 15.79 hier in dem Sinne positiv zu werden, das hat er getan. Ne? Und von daher ist jetzt hier auf der Ebene auch jedes höhere Hoch über 16.000 eigentlich jetzt ein kleines Kaufsignal Richtung wieder 16.300 und höher. Ne? Definitiv. Das muss er erst wieder nach unten umtreten, 49, 900 unterbieten, um da wieder ein bisschen Raum für abwärts zu holen. Ansonsten hat er zum Mittwoch jetzt die Tendenz erstmal auf der Oberseite und sind wir sogar schon durch. sind wir wirklich. Mehr brauche ich nicht erzählen, mehr kann ich nicht erzählen. Das ist der Kern, das ist das Wichtige. Dann brauche ich nicht länger überlegen, dann machen wir das so. Machen wir hier das Video wieder zu, es ist ein bisschen kürzer, aber mehr alternativen Varianten sehe ich auch nicht. Es ist ein Reversal, soll er nutzen oder uns die 49, 900 wieder kaputt machen. Das heißt, Longs könnte man entsprechend dann darunter auch absichern und so lange dann jetzt erstmal hier probieren, ob man noch was oben mitkriegt, oder? Wenn er halt wirklich schwach reinstartet, hier direkt von 16.20 nach unten, dann halt wirklich mal genau hingucken, was macht er mit 49, was macht er mit 900. Geht er da tiefer, geht es auch noch mal ein Stück runter. Und ansonsten nicht. Also, ich mache hier aus, wünsche euch Spaß, wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.